Wir hatten ja in ein paar Beiträgen unsere K-Klinik Action Camp Fußbodenheizung gezeigt von minus 7 Grad, wie das denn so nach ein paar Minuten immer weiter hochgeht. Da haben wir so viele Anfragen nochmal gehabt, dass ich nochmal ein Video darüber zeige. Unsere Fußbodenheizung ist genau in den großen Bereich in der Mitte der Schienen montiert. Das heißt, wir haben hier eine komplette Kältebrücke abgeschlossen, wo im Fußboden jetzt gerade bei minus 10 Grad hier minus 7 Grad drinne gewesen sind, sind jetzt schon bei 32,1 Grad. Wir haben die heute Morgen um 8:30 gestartet. Und die Fußbodenheizung ist durchgehend in der Mitte, praktisch unter dem Fußboden, über der Isolierung und dem Fußboden komplett verbaut. Und dadurch haben wir hier eine angenehme Wärme von unten und wir überbrücken diese Kälte, die von unten kommt. Ihr habt also keine Chance, hier in dem kompletten Bereich zwischen Sitzbank, Möbelzeile, vorderen Sitzen nach oben zu kommen. Hier läuft auch gerade wieder unser Wallas mit der Dieselstandheizung auf Stufe 1. Hier ist es mollig warm drin. Unsere Fußbodenheizung. Schaut euch einfach die Videos an, die Beiträge oder kommt bei uns mal vorbei. Es ist sehr interessant. Bis dann. Ciao.